Das ist Mike vom Transition Movement in England. Das ist deine Bühne. Hallo allerseits. Ich möchte sagen, vielen Dank an Diffusion, dass ich wiederkommen darf. Ich war vor ein paar Jahren hier und habe einen Vortrag gemacht über das Transition Movement. Das Transition Movement, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein internationales Netzwerk von Organisationen, die von unten ab, Organisationen fördert. Organisationen, die in örtlichen Gemeinschaften arbeiten, überlegen, wie man Wirtschaft, Essen und so weiter in der Gegend reformieren kann. Ich arbeite für die Organisation Transition Network, die das gesamte internationale Bewegung unterstützt. Wir haben gesagt, wie können wir unsere Organisation, wie sie strukturiert ist, reorganisieren, um sie agiler und weniger hierarchisch zu organisieren. Und das ist ja die Frage, wie wir, was wir geteilte Governance nennen. Und das ist basiert auf Sociocracy und Holocracy, was ich gleich ein bisschen detaillierter erklärt werde. Alles, was ihr in der Präsentation sehen könnt, das kommt alles aus einem Leitfaden, den ihr online runterladen könnt. Und in der Kiste da unten neben der Kamera findet ihr kleine Zettel mit der Webseite, mit der Adresse. Alle, die mehr lernen wollen und wissen wollen und diese Techniken in ihrer Gruppe benutzen wollen, das könnt ihr da finden. Okay. Das war eine der großen Sachen, über die wir nachgedacht haben. Wir können unsere Probleme nicht lösen mit dem gedämpften Denken, die wir hatten, als wir sie geschaffen haben. Das ist ein Zitat von Albert Einstein. Und wir haben sehr eng mit einer Organisation namens Universität de Nuuk zusammengearbeitet. Und mit denen wollten wir erforschen, wie wir neu erfinden können, was das Zentrum der Organisation und die großen Probleme mit diesem Transitionsnetzwerk ist. Die großen Dinge, die wir uns angeschaut haben, sind, wie wir das regeln und wie die Interaktionen mit den Individuen, zwischen den Individuen in dieser Organisation laufen. Wir arbeiten zusammen sehr eng mit der University de Nuuk und wir wollten anschauen, was passiert zwischen den Individuen und wir als Gruppe und wie wir uns fortbewegen können in Richtung eines viel kooperativen Modells. Ein Teil davon hat uns verstehen lassen, dass es nicht nur über die externe Realität geht, sondern auch über die internen Gefühle und internen Realität, was auch ein wichtiger Aspekt ist, wie wir zusammenarbeiten in unseren Netzwerken. Und da ist eine Verbindung zwischen der persönlichen und der organisatorischen Transformation und die spiegeln sich auch gegenseitig. Um das zu tun, uns erlauben zu verstehen, wie wir uns verstehen und zusammen entscheiden zum Wohle aller, die dabei sind und wie wir uns auch vertrauen können und unseren Enthusiasmus teilen können. Ein großer Teil davon ist, und eine Sache, die sehr wichtig ist, ist, dass innerhalb eurer Gruppe habt ihr ein gemeinsames Organisationsziel, warum die Gruppe existiert. Und es gibt 5 Aspekte dazu. Der erste Aspekt ist, was möchtet ihr als Individuen, was ich bin? Wie erfüllt die Gruppe, in der ihr seid, eure eigenen Leidenschaften und Ziele? Und wie gibt sie das euch als Individuen zurück? Was wir wollen, innerhalb von Gruppen habt ihr viele verschiedene Ansichten und Positionen und Arten zu arbeiten. Und wenn ihr müsst ja verstehen, nach einem gemeinsamen Basis zu suchen und einer gemeinsamen Sache zu suchen, die ihr als Kollektiv erreichen könnt. Das zweite ist das Ziel zum Zweck. Die Frage ist, wie fühle ich mich und wie kann ich meine intuitive, emotionale, sensitive Seite,
die mein Ziel vertieft. Die zweite Frage ist, wie wir vielen den zentralen Zirkel anhören und alle anderen anhören, die zusammenarbeiten und verstehen, woher die Leute kommen. Und das Dritte, was wir bemerken, wir lesen konkrete, praktische Signale und Daten zu lesen und nun nicht nur die Fakten, die unsere Identitäten konstruieren, sondern auch, wie wir unsere organisatorische Entwicklung schaffen. Das ist der Zweck. Das ist ein sehr schmerzvoller Prozess gewesen. Wir haben, was wir womit da gekommen sind, ist, das Transition Network unterstützt die Transition-Bewegung, verstärkt die Geschichten der Gemeinschaften, des gemeinschaftlichen Veränderten und unterstützt die Kollaboration über, haben wir mehrere Monate gebraucht, um das zu finden. Und als wir das geschafft haben, waren alle glücklich damit. Und das ist sehr wichtig, weil über den Prozess ist das, damit alle Leute genug beteiligt sind und dass sie nicht einfach mitgeschleift werden und dass sie auch beteiligt sein können. Ich möchte ein bisschen darüber reden, über Horizontalität reden und Vertikalität reden. Eine lange Zeit sind unsere Gesellschaften haben sehr auf dem hierarchischen Modell basiert. Du hast einen Boss und dann gibt es verschiedene Untergruppen bis hin zu den Arbeiterinnen. Und es ist ein Pyramidenmodell, das sehr unter dem Modell des Taylorismus theoretisiert wurde, in der Industrialisierung aufgekommen ist und sehr eine mechanische Sicht auf die Sache wirft. Und das ist euch von den meisten Organisationen bekommen. Seit den 1960ern haben die Leute verschiedene horizontale Arten der Organisation entwickelt. Aber viele Leute, die abgehängt von diesem horizontalen Ansatz, waren dann abgehängt von dem horizontalen Ansatz. Und in den letzten 20 Jahren haben wir eine Form der ökologischen Organisation entwickelt. Und das ist eine Kombination von diesen horizontalen und vertikalen Arten. Für die Transition haben wir eine Kombination von etwas, wir Holacracy nennen, was ein zirkelbasiertes Modell ist. Und dann haben wir Soziokratie, was ein konsensbasiertes Modell ist. Über das beide werde ich heute reden. Okay, eine Holokratie, ein holokratisches Modell ermöglicht auch Organisationen viel agiler zu sein in ihrer Führung. Das bedeutet, ihr könnt viel schneller und viel flexibler reagieren. Und die Grundlage der holokratischen Theorie ist, dass eine Organisation aus einem Grund existiert, die für ihr Organisationszweck definiert ist. Deshalb ist es wichtig, dass ganz am Anfang schon klar ist, was der Zweck der Organisation ist. Denn dieser Zweck definiert, wie alles andere dann funktioniert. Es basiert auch auf der Idee, dass die Leute, die in Organisationen mitmachen, dazu da sind, diesen Zweck mit zu erfüllen. Und sie tun das, indem sie in Kreisen agieren. Und so kann die Organisation die Entscheidungsfindung durch eine fraktale Organisation von selbstorganisierenden Teams treffen. Wenn es darum geht, agil zu agieren, es hilft beim der Entscheidungsfindung. Man implementiert die Entscheidung und man kann dann sofort schon auswerten und das Feedback auswerten, ob das die richtige Entscheidung war. Und dann kann man es wieder anpassen. Dieser Prozess wird im Transition Network konstant benutzt. Wir haben also einen großen Plan, wo wir hinwollen, was wir gerne der Welt bewegen möchten. Aber wir
folgen diesem Plan nicht immer exakt, sondern während wir uns dadurch bewegen, schauen wir, wie sich die Umgebung verändert und reagieren darauf, indem wir diesen agilen Prozess anwenden. Okay, warum im Kreis arbeiten? Kreise oder Zyklen ermöglichen uns, kollaborative Räume zu schaffen statt Wettbewerbsräume. Sie machen Kreativität einfacher und sie ermöglichen Diskussionen und Projekte durch einen Prozess, der kollektiven Entscheidungsfindung besser liegt. Wir können diesen Prozess durch jedes einzelne Individuum, das Teil eurer Gruppe ist, anwenden. Und in diesen Zyklen zu arbeiten, wird die Aufmerksamkeit auch auf ein gemeinsames Produzieren und ein gemeinsames Erschaffen gelegt, sodass möglichst viele der Mitglieder der Gruppe involviert sind. Es verstärkt die Verbindung zwischen verschiedenen Spielern und Organisationen, es verstärkt die Erfahrung, sorgt dafür, dass Wissen besser geteilt wird und es öffnet einen Raum für die persönliche Veränderung. Denn man muss sich da wirklich auf Vertrauensbasis verhalten, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in die Gruppe, Vertrauen in die Prozesse, sonst wird man damit nicht erfolgreich. Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die ich dort gefunden habe, wenn man sieht, wie man von einem hierarchischen Modell zu einem eher zyklisch orientierten geht. Also wir hatten jemanden, der für Lieferungen zuständig war, der also auf einer hierarchischen Natur wie der Boss war. Und jetzt haben wir einen verteilten Prozess, wo wir alle daran arbeiten, wie wir arbeiten, welche Arbeit wir machen wollen und wie das dann tatsächlich in der Realität zu Pass kommt. Sehr häufig hat diese Idee der Vertikalität bedeutet, dass man sich irgendeiner Autorität unterordnet. Also einer der Kritikpunkte, warum Leute nach mehr horizontaleren Modellen für ihre Gruppenorganisation gesucht haben, war, dass es sonst ein sehr hierarchischer Ansatz war, wenn eine kleine Gruppe oder ein einzelnes Individuum Leuten gesagt hat, was sie tun sollen. Wenn wir über Vertikalität reden in diesem Modell, dann meinen wir, dass Vertikalität Vertrauen in eine neue Vision der Machtaufteilung ist. Also wir vertrauen Menschen, wir geben ihnen Macht, wir geben ihnen die Autorität, Dinge zu tun, und die Verantwortung, diese Dinge dann auch fertigzustellen. Wenn jemand also eine Rolle zugewiesen oder gewählt wird, dann sind sie für diese Rolle verantwortlich, eigenverantwortlich. Sie können also diese Rolle nehmen und sie so füllen, wie sie das für richtig halten, um die Rolle zu erfüllen. Wenn also zum Beispiel jemand die Rolle bekommt, all das Marketing für diesen Teil der Organisation zu machen, können die das machen, wie sie wollen. Also es ist nicht so, dass sie da von oben herab was bekommen, sondern sie bekommen die eigenständige Verantwortung, das so zu tun, wie sie es für richtig halten, wie sie es für am besten halten. Sie können auch Entscheidungen treffen, ohne mit anderen abzustimmen, und sie können sich auch auswählen, ob sie mit anderen absprechen wollen oder auch nicht. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Freund gibt, der sich gut damit auskennt, dann könnt ihr mit denen reden. Man könnte aber auch ein Meeting einberufen und von allen irgendwie den Rat einholen, wie man diese Rolle am besten erfüllen könne. Es gibt dann auch Sicherungen, und da kommen wir wieder zum Horizontalen. Zirkuläre Führungsmethoden nutzen Konsens und teilnehmende Methoden. Die Verantwortlichkeiten fließen durch diese Unterkreise. Und die Menschen, die in irgendwelchen Unterkreisen sind, können wiederum ihr Feedback nach oben geben und diesen Verantwortlichkeitsdefinitionen widersprechen. Das heißt, es treffen sich Macht und Verantwortlichkeit
sowohl in der Mitte als auch nach oben und nach unten. Jeder Unterkreis in der Organisation ist mit dem Führungskreis verbunden und dem dem Reproduktionskette. Und sie können beide miteinander reden. Also wenn es die Verbindung nach oben quasi zur Führung Probleme gibt, dann kann das kommuniziert werden, genauso gut, aber auch in der anderen Richtung das Feedback zurückgespielt werden. Und Leute können verschiedene Rollen haben und können auch in verschiedenen dieser Rollen repräsentiert sein. Die Verbindung zur Führung wird von dem Projekt definiert. Und wenn man an Projekte und Verantwortlichkeiten denkt, dann ist es vielleicht einfacher, sich das vorzustellen. Es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht gerade klingt. Es dauerte für mich eine Weile, das alles zu verstehen, diese ganzen Funktionen. Also, was diese Lead-Verbindung machen kann, ist primär zu definieren, welche Rolle dieser Kreis spielt. Also meine Rolle im Transition Network ist zum Beispiel, all den Infrastrukturunterstützungsmitarbeitern vorzustehen und zu schauen, wie sie das organisieren. Das bedeutet nicht, dass ich deshalb auch gleich eine Rolle darin habe, das umzusetzen, sondern es geht vor allem um die Verantwortung dafür. Und diese Verantwortung kann ich auch wiederum an andere Leute übertragen, die in diesen Zirkeln aktiv sind. Und die Feedback-Verbindung wiederum ist eine Möglichkeit, das dann wieder zurückzuspielen. Es ist wie ein Sicherheitsmechanismus, um noch eine andere Stimme zu haben, die wieder zurück in den Hauptkreis berichtet. Die Kreise an für sich haben eine Außengrenze und ihren eigenen Zweck. Und sie können sich selbst organisieren, wie sie möchten, um diesen Zweck zu erfüllen. Es strukturiert ihre eigene Führung und erfüllt Arbeit durch dynamische operative Prozesse. Wenn ein Kreis eine sehr große Grenze hat, dann kann es sich in verschiedene Unterkreise aufteilen und denen gewisse Verantwortlichkeiten übertragen, die dann wiederum andere Rollen erfüllen. Und dazu gleich noch mehr. Die führende Verbindung verbindet die größeren Kreise mit den Unterkreisen und der Rapplink macht das gleiche umgekehrt. Die dynamische Steuerung ist das, was ich vorhin sagte, wenn man sich in sehr kleinen Schritten bewegt. Also statt einen großen, massiven Plan zu haben, ist, dass man schaut, okay, was ist das Nächste, was ich jetzt tun muss? Wir haben also diesen Prozess hier. Und der passiert in einem sogenannten Sortiertreffen. Da treffen sich alle in einem Zirkel. Alle aktualisieren kurz den Status, was sie gerade machen, was gerade für sie passiert. Und dann fragen wir, ob es irgendwelche Hindernisse gibt, die sie daran hindern, den nächsten Schritt zu machen. Das ist nicht etwas, was sie daran hindert, dass endgültige Ziel zu erfüllen, sondern was hindert dich daran, von hier nach hier zu gehen und von hier nach hier? Und was ich sehr interessant dabei finde, ist, bei der Arbeit im Transition Network denkt man die ganze Zeit nur daran, wie man das nächste kleine bisschen schafft, um das zu schaffen, was man schaffen möchte. Und das ist viel besser, um ein Ziel zu erreichen, ohne die ganze Zeit lange, langwierige Entscheidungsfindungen zu haben und Diskussionen zu haben. Das einzige Ding ist wirklich, gibt es gerade jetzt ein Hindernis für diesen kleinen Schritt und das könnte zum Beispiel sein, ich brauche was von dir, du hast keine Zeit und dann kann ich dieses Spannungsfeld auflösen, indem ich sage, okay, ich muss jetzt mit dir, wir müssen miteinander reden, dass wir unsere Zeit besser verwalten können, sodass du weitermachen kannst.
Im Transition Network haben wir einen primären Zirkel. Dieser primäre Zirkel definiert den Zweck der Organisation. Und alle Mitglieder der Organisation haben in dieser Ebene die gleiche Einfluss. Die blauen Pfeile definieren führende Verbindungen. Der Herzkreis ist quasi der Betriebskreis. Also wenn ihr euch das als Gehirn und Körper vorstellt, dann sind das die verschiedenen Gliedmaße der Organisation. Also im primären Kreis sitze ich und entscheide mit anderen über den Zweck und den Fokus der Organisation, die Rollen, die wir entwickeln müssen, über so ziemlich alles. Dann geht es in den Herzkreis, für den ich an dieser Stelle der führenden Verbindung bin. Und jetzt bin ich verantwortlich dafür, dass der Unterstützung der Bewegungszirkel seinen Zweck erfüllen kann. Und von hier geben wir auch wieder andere Rollen innerhalb dieses Themenfelds ab. Diese Information fließt hin und her zwischen diesen Zirkeln, zwischen diesen Kreisen. Wir können also innerhalb dieses Kreises ein Meeting haben, um Spannungen zu lösen. Falls das nicht gemacht werden kann, dann geht es nach oben zum Herzkreis, weil es zum Beispiel sein könnte, dass diese Spannungen sich aus anderen Kreisen ergeben. Dann können wir es dort lösen. Wenn es ein größeres Problem ist, dann kann es natürlich auch sein, dass es ein Problem mit dem Zweck gibt, dann muss es zurück zum primären Zirkel. Das geschieht aber sehr, sehr schnell und unproblematisch, sobald alle einmal verstanden haben, was die verschiedenen Positionen bedeuten. Ich rede jetzt ein bisschen über die Schlüsselfunktionen, um diese gemeinsame Führung aufzubauen. Also alles, was man braucht, damit dieses Kreismodell funktionieren kann. Als erstes muss man ein Wir definieren. Und dieses Wir ist die Gruppe. Das heißt, wie wollen wir zusammen sein und arbeiten und welche Talente haben wir denn in dieser Gruppe? Also ein Wir ist eine Ansammlung von Ichs, die sich um ein gemeinsames Ziel vereinen. Das ist also eure neue Gruppe, alle Individuen darin. Sie haben geteilte Werte, geteilte kulturelle Werkzeuge und halten bedeutsame Beziehungen untereinander. Diese Individuen sind aber trotzdem alle weiterhin autonom, unabhängig und unterschiedlich. Was also wichtig ist, damit ein Wir entsteht, ist, dass Elemente dieses Systems nicht versuchen, sich gegenseitig zu kontrollieren und dass das System eine externe Energiequelle benötigt, um loszulegen. Das könnte ein Projekt sein oder ein gewisser Antrieb, eine Vision, eine Bedeutung. Es gibt 5 Kapitel, durch die diese Gruppen sich entwickeln, bevor sie zu einem Wir werden. Das erste ist als neu geformte Gruppe. Wenn also Individuen sich zusammensetzen, ganz am Anfang, um eine Gruppe zu formen, gibt es individuelle und kollektive Ängste, es gibt Entzug, es gibt Stille und Übermaß an Sprache und den Versuch, eine Organisation zu beginnen. Wenn ihr jemals eine neue Gruppe gestartet habt, dann kennt ihr die wahrscheinlich. Dann wird die Gruppe zu einer Art symbiotischem Wir. Es ist wichtig, dass Leute dort gleich sind. Es wird nach Akzeptanz gerungen. Alle sind recht zufrieden. Die Gruppe scheint wirklich gut zu funktionieren. Und dann trefft ihr die Konfliktzone. Und hier versuchen die Individuen innerhalb dieser Gruppe sich herauszustellen, um den Weg der Gruppe zu definieren. Da wo man anfängt, sich im Kontrast zu anderen und deren Entscheidungen zu definieren. Und was hier passiert, ist wirklich Rivalitäten, dass man sich um Macht und Führungspositionen streitet und dass die
bestehenden Leiter dieser Gruppe ihre eigenen Einflusssphären schützen. Wenn die Gruppe diesen Zustand überschritten hat, dann gibt es eine erwachsene Reversion, wo alle Mitglieder sich sicher fühlen können, sich auf sich selbst verlassen können. Hier werden dann Gefühle, Meinungen und Glaubenssachen geäußert. Es gibt das Bewusstsein verschiedenen Frameworks und die Gruppendynamiken werden analysiert. Es wird über die Kommunikation kommuniziert, also auch über die ganze Organisation. Und es fühlt sich, als gäbe es viel weniger Bedrohung. Es wird nicht vorschnell geurteilt. Und ich glaube, man kann dieses Modell auch auf romantische Beziehungen anwenden. Schließlich kommt ihr an diese Stelle, wo ihr ein Team habt. Also eine wirklich gut funktionierende, effektive Gruppe. Ein Raum, in dem Menschen direkte Beziehungen miteinander haben, wo es um Konsens geht, wo die Menschen alle zusammenarbeiten, um gemeinsame, geteilte und klare Ziele zu erreichen. Und die Charakteristiken hiervon sind wirklich, dass man eine gewisse Nähe innerhalb der Gruppe haben möchte, also dass wir gemeinsam diesem Ziel zuarbeiten, dass es aber auch diesen Drang gibt, effektiv zu sein darin, wie die Gruppe sich organisiert und wie sie diese Sachen erreicht. Es gibt viel mehr direkte Kommunikation, keine Manipulation oder Psychospiele. Die Leute sind sich viel bewusster ihrer selbst und ihrer Mitmenschen. Und sie können sich selbst als Teil der Gruppe visualisieren. Sie verstehen, was ihre Rolle ist und was sie vielleicht in der Organisation tun. Wenn es darum geht, sich auf Aufgaben zu fokussieren, ist es viel kooperativer. Es gibt verschiedene Strukturen, die für diese Gruppe passen. Verantwortlichkeiten werden verteilt und Rollen. Man ist sehr solidarisch, die Leute vertrauen sich einander. Und Unterschiede in der Gruppe werden als Reichtum angesehen, statt als Konfliktpotenzial. Die Leute sind glücklich und für Kritik offen. Es erfüllt auch die Interessen des Individuums bei der Erreichung des gemeinsamen Ziels. Organisationen leben also auf zwei Ebenen. Es gibt die formale Struktur, also die Hierarchien und die Ressourcen, aber auch die ganzen informellen Ressourcen, also Gruppendynamik, die Verbundenheit innerhalb der Gruppe, die persönlichen Projekte und die Konflikte. Also eine funktionierende Gruppe ist die ganze Zeit mit diesen verknüpften Prozessen beschäftigt. Und es ist hilfreich, sich dabei zu merken, dass man in beiden dieser Sphären aktiv ist und die sich beide auch miteinander beeinflussen und Auswirkungen aufeinander haben. Ein großer Teil davon, so zu arbeiten, beinhaltet also die innere Haltung zu verbessern. Hier geht es darum, wie das Individuum innerhalb der Organisation agiert. Also, dass man sich zuhört, dass man kooperiert, dass man Konflikte loslässt, dass man erkennt, wie das Ego sich in der Gruppe ausspielt, zu bewerten, was man vielleicht tut oder wie dieses Verhalten auch die Gruppe wiederum beeinflusst, ein kooperativer Führer zu sein und Unterstützer, statt irgendwie in Wettbewerb zu stehen, da zu sein, um andere Leute dabei zu unterstützen, ihre Rolle zu erfüllen und sich selbst innerhalb der Organisation wahrzunehmen und wie die eigene Rolle innerhalb dieser Organisation sich abspielt. Und du hast auch die Eigenverantwortung, den Geheimnisschutz und natürlich auf der Grundlage von Respekt und Freundlichkeit. Freundlichkeit. Ein großer Teil davon ist das, was wir dann Sicherheitsvereinbarungen nennen. Und eine Sicherheitsvereinbarung wird am Anfang aufgesetzt, wenn die Gruppe sich zusammensetzt. Und darin hat man einen Einführungsprozess. Die Frage, wie eine neue Person in die Gruppe kommt, wie die willkommen geheißen wird.
Dann die Frage, wie ist ein guter Rausgehensprozess? Wie können Leute die Gruppe verlassen? Wie kann jemand ausgeschlossen werden und auf welcher Basis? Und was ist ein akzeptables Verhalten innerhalb dieses Rahmens? Und dann, wie man mit Konflikt umgeht und wie man mit Spannung innerhalb der Gruppe geht und die reguliert. Und das ist sehr interessant, weil die haben alle ein großes, wenn die schon am Anfang existieren, verstehen alle, wie der Prozess geht und was akzeptabel ist und wie Leute operieren sollten. Und es ist besser als alle diese ungeschriebenen Regeln. Es ist alles sehr klar für alle. Der nächste Teil ist, dass man einen Entscheidungsprozess aussucht und der Art und Weise, wie wir suchen, ist Konsens. Und wir haben zwei Arten von Konsens. Eine ist Wahl durch Konsens und die andere ist Entscheidung durch Konsens. Konsens ist sehr unterschiedlich. Konsens ist unterschiedlich vom Konsens. Zustimmung. Zustimmung, ja. Zustimmung ist anders als Konsens. Wer mag Konsens? Ich war schon in Gruppen, wo wir Konsens verwendet haben. Ich glaube, es kann auch funktionieren, wenn man niemanden sehr problematischen in der Gruppe hat. Aber es kann sehr schnell unterminiert werden, wenn eine Person eben da nicht dran interessiert ist. Und Zustimmung ist eben, der Unterschied ist eben, dass im Konsensprinzip muss jeder Ja sagen. Die müssen eine Zustimmung suchen und sie muss positiv sein und einstimmig sein. Und das große Problem, das Problem ist, dass der Block, und das bedeutet, dass ein Individuum die gesamte Entscheidung blockieren kann. Und außerdem kann Konflikt dämonisiert werden, Unterschiede können aufgewertet werden, um den Konsens zu blockieren. Und na, das kann halt ein sehr potenziell sehr guter Vorschlag blockieren und dann auch Machtspiele dabei und so weiter. Mit Zustimmung ist, dass niemand Nein sagt auf einen Vorschlag hin. Und ich erkläre den Prozess in einer Minute. Die Debatte fokussiert sich darauf, wie man einen Widerspruch prozessiert oder verarbeitet. Und was ich sehr faszinierend finde in diesem Prozess ist, dass wenn jemand muss wirklich guten Widerspruch haben, der auch Sinn macht, um eine Entscheidung zu blockieren. Und durch den Prozess kann man dann sehr einfach sehen, ob dieser Widerspruch von einem wahren Punkt kommt und nicht von einer individuellen von der individuellen Ansicht einer Person oder vom Ego. Das ist ein ziemlich einfacher Prozess. Man kommt mit einem Vorschlag an und man hört dem Zentrum zu. Und das kann durch verschiedene Prozesse kommen. Konsultationen, Diskussionen, und die führen dann zu und das führt dann zu der Entwicklung eines Vorschlags, und dieser Vorschlag wird der Gruppe innerhalb eines Kreises präsentiert. Der erste Schritt ist dann die Klarifizierung, also jeder bekommt dann die Möglichkeit, dass Probleme klarifiziert werden. Wenn du das nicht verstehst, dann einen Vorschlag nicht verstehst, dann kannst du fragen, kannst du es mir bitte besser erklären? Das ist nicht, geht nicht darum, ob du es magst, sondern darum, dass du es verstehst. Das zweite ist die Möglichkeit, Feedback zu geben, wie du dich fühlst mit diesem Vorschlag. Meinungen, Reaktionen, Vorschlag, wie es besser gemacht werden könnte. Und dann führt es zu einem Prozess, wo die Person, die den Vorschlag gemacht hat, kann diesen Vorschlag eben dann klarifizieren, erweitern oder eben zurückziehen. Man benutzt die kollektive Intelligenz der Gruppe, um den Vorschlag besser zu machen. So, und Widersprüche, dann kommen wir zum Widerspruch.
Und der Widerspruch ist da, wo der Punkt, wo der Widersprüche ist, da kannst du eben sagen, ich widerspreche dieser Entscheidung des Vorschlags, weil ich fühle mich, ich habe das Gefühl, dass es ein schlimmer Angriff auf den Sinn der Organisation ist. Es muss sehr, sehr konkret sein, warum du dagegen dich aussprichst. Und wenn jemand einen Widerspruch einem gibt, dann malt der Moderator des Prozesses sehr klar auf, was der Widerspruch ist. Jeder bekommt die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, und dann wird jeder Widerspruch eins nach dem anderen behandelt. Und das gibt auch nochmal jedem in der Gruppe die Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen und da Meinungen dazu geben. Die Person, die Widerspruch einlegt, wenn die glücklich ist, dass der Widerspruch aufgelöst ist, dann kann der Vorschlag durchgeleitet werden, und wenn nicht, dann kann der Vorschlag erweitert werden oder eben gestoppt werden. Es kann sich sehr anfühlen, als ob das ein langer Prozess ist, aber was ich herausgefunden habe, ist, dass man mit einem sehr besseren Vorschlag anfängt überhaupt und dann eben die Intelligenz der Gruppe benutzt, um sie weiterzuentwickeln. Und am Ende hat man dann eine Feier, um das zu feiern. Am Ende, ja. Was ist ein sinnvoller Widerspruch? Das muss sehr gut argumentiert werden. Man muss sagen, warum das ein Problem für die Mission des Kreises ist. Und es wird nicht sinnvoll erachtet, wenn es eine Präferenz, wenn es basiert auf einer persönlichen Präferenz. Wenn jemand sagt, ich mag diesen Vorschlag nicht, ich denke, wir sollten es auf diese Art und Weise machen, dann ist die Frage, nee, was ist dein eigentlicher Widerspruch? Und das ist die Sache, die sehr, sehr wichtig ist und was den großen Unterschied zu Konsens ausmacht. Wenn es gegen eine Person geht, wenn es eine persönliche Meinung ausgeht oder wenn es ein anderer Vorschlag ist, all das ist eben kein sinnvoller Widerspruch. Also am nächsten Schritt definiert man, wer was entscheidet. Man entscheidet den Sinn der Rollen, man entscheidet die Autorität über bestimmte Bereiche und Verantwortlichkeiten, und dann gibt man eben Rollen aus. Um eine Rolle auszugeben, man nutzt einen sehr ähnlichen Prozess, Wahl durch Zustimmung. Erstmal definiert man die Rolle, die Mission der Rolle, wie lange die Rolle dauert, die Verantwortlichkeiten, die Aufgaben. Dann, wie lange es dauert, und dann definiert man die Kriterien für diese Wahl. Man braucht jemand, der super Webdesign kann, oder jemand, der gut mit Gruppen umgehen kann, jemand, der Marketing oder was auch immer benötigt wird. Und man definiert diese Liste von Kriterien, und jeder im Zirkel, im Kreis bekommt die Möglichkeit zu wählen für sich oder für eine andere Person im Zirkel, um diese Rolle zu bekommen. Dann jeder sagt dann der Gruppe, wen sie gewählt haben und warum. Und sie sagen dann entweder, ich habe für Mike gewählt, weil X. Oder, und nachdem jemand seine Wahl und seine Argumente dafür gegeben hat, kriegt man die Möglichkeit, seine Wahl zu verändern, wenn man möchte, seine Stimme. Und dann ist der Vorschlag nicht darauf basierend, wer die meisten Stimmen bekommt. Jeder in der Gruppe kann einen Vorschlag geben. Nachdem jeder sich das angehört hat, kann jeder einen Vorschlag machen für eine Person machen, die Rolle bekommt. Und dann kannst du sagen, okay, ich schlage jetzt Mike vor. Und dann passiert ein sehr ähnlicher Vorschlag, denn die Frage, ob es Widerspruch gibt, dann werden die Widersprüche nacheinander abgehandelt, und dann gibt es eine Feier am Ende. Innerhalb von Kreisen braucht man einen Moderator, einen Sekretär.
Der Moderator ist eben derjenige, der die ganzen Prozesse moderiert. Der Sekretär ist derjenige, der es aufzeichnet. Und dann braucht man eine Führungsverbindung und eine Repräsentationsverbindung. Das kann auch alles durch Zustimmung gewählt werden. Und dann wird die Organisation ausgesucht. Gibt es einen Pilot für die Pilotverfahren für diesen Prozess? Dann geht es darum, möglichst agil damit umzugehen. Also man schaut sich erstmal nach Agilität. Die Frage ist, wie fühlt man sich, was passiert zu dieser Zeitpunkt mit der Gruppe, und dann kann man das anpassen, hier und jetzt, und zum nächsten kleinen Tat schreiten, die man eben durchführen kann, um zusammen zum Ziel zu kommen. Zusammen sieht es dann so aus. Und es dauert eine ganze Weile, bis man da hinkommt, aber ich denke, dass es in meiner Erfahrung ist es eine Zeit, die sehr gut ausgegeben wird, weil sobald man das gemacht hat, sind alle die Probleme, die diese Gruppe haben. Man hat immer Probleme in der Gruppe, weil Individuen da drin existieren, dann wir alle Menschen sind. Es gibt viel mehr Möglichkeit, in diesem Modell zu arbeiten und sehr viel effektiver dann darin sein, wie die Gruppe funktioniert. Und das ist alles. Hier könntet ihr den Leitfaden finden, und da unten gibt es mehr Ressourcen. Und ich habe das auch ausgedruckt in dieser Kiste und neben der Kamera. Und kann man raussuchen, kann man hier rumgeben. Ich gebe das jetzt aus. Wenn jemand Fragen hat, dann haben wir so ein paar Minuten Zeit. Ja, 15 Minuten. Ich bin hier mit dem Mikrofon. Stellt Fragen, hebt eure Hand. Es ist natürlich viel Information jetzt, schon klar. Aber der Leitfaden erklärt das auch alles nochmal. Okay, hi. Danke für deinen Vortrag. Zwei kurze Fragen und eine schwierige Frage. Das erste ist, wie viele Menschen sind in deiner Organisation? Das sind 12 Leute. Das könnte man auch verwenden, in einer riesigen Organisation verwenden, weil es fraktal ist. Die Kreise können miteinander arbeiten und spielen und immer weitergehen. Wenn man eine große Organisation hat, kann man da immer mal machen. Es ist schwieriger, in einer kleinen Organisation zu arbeiten. Und eine Sache, die ich erwähnen sollte, ist, dass wir auch dieses Ding haben, dass alles, was nicht verboten ist, kann man tun. Innerhalb der Sicherheitsvereinbarung sagen, dass es das schadet der Reputation der Organisation. Ja, man braucht irgendwie, ja, alles andere kann man eben machen. Die kleine zweite Frage, kurze Frage ist, wie lange hat es gedauert von dem Punkt, dass ihr das implementieren wolltet und bis es funktioniert hat? Man kann sagen, man sieht das Risiko und die Erschöpfung, aber wir sehen eben auch die Vorteile. Wir haben diese Struktur jetzt gestartet, viermal gemacht, seit 3 Monaten jetzt. Vorher haben wir viele Prozesse für 3 Monate benutzt. Vorher haben wir 18 Monate lang viele der Prozesse benutzt. Und einige meiner Kollegen, wir sind so ein bisschen wie ein Flugzeug, das fliegt, und gleichzeitig müssen wir das Flugzeug neu bauen, weil wir das immer noch arbeiten mussten, während wir das implementiert haben. Das hat viel länger gedauert, als wenn man einfach von neu anfängt. Eine neue Gruppe formiert, dann geht es wahrscheinlich viel schneller. Dritte Frage. Während der Implementierungsfrage, wenn ihr Sachen ausprobiert und viele Probleme aufkommen, gibt es vielleicht einfache Tricks, wie man eben Problem löst. Und jeder Problem hat das Problem erkannt. Gibt es da eine kleine, schöne Geschichte, die ihr habt? Es gibt
ein großes Problem ist, dass, ob das glaubst du oder nicht, ist keine Geschichte, aber ein größeres Problem ist, dass wir das Konzept der Souveränität, dass jedes Individuum Macht und Verantwortung auf sich nimmt, um etwas zu liefern, haben viele Leute Probleme damit gehabt, einfach zu machen, ohne jemanden nochmal zu fragen. Man hätte gedacht, dass andersrum ist, und das ist sehr interessant, dass tatsächlich viel Macht an Leute zurückzugeben und dass die Macht zu übernehmen, ist ein großes Problem, speziell wenn man viele Rollen hat. Wenn man jetzt vor 2 Wochen, ich bin verantwortlich für den Support-Zirkel und ich bin für das Budget verantwortlich und ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ich das tun könnte und ich habe gedacht, ich müsste jemanden fragen und die haben gesagt, nee, du kannst es schon entscheiden. Und ich so, okay. Das war sehr interessant, wie das die Macht sich verändert, wie die Machtverschiebungen sind, eine psychologische Frage sind, wie man funktioniert innerhalb dieses Modells und die, dass der Widerspruch eben ein Geschenk ist und keine Grenze ist. Das sind zwei großen Sachen, die ich festgestellt habe. Das sind, genau, dieser Widerspruch und eben das, die Machtübernahme oder das Verantwortungsübernahme. Na, da jemand im Hintergrund? Kurzen Moment. Ja, sind wir. Hi. Wo kommt der Akzent her? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wir machen auch gerade eine Transition durch in unserer Organisation durch und ich kann es nicht rausfinden. Ich weiß nicht, ob es ein Henne-Ei-Problem ist. Trainiert man die Leute, die Struktur zu implementieren oder restrukturiert man erst und dann implementiert man das? Die erste Frage ist einfach. Ich bin vom Forest of Dean in the UK. Und außerdem ist Andy da auch, ja. Ich lebe in Bristol. Das ist sehr ähnlich. Was wir im Transition Network gemacht haben, wir einen Prozess gehabt. Die Zustimmungsentscheidung haben wir sehr viel benutzt, bevor wir die Struktur geändert haben in Kreismodell. Wir haben sehr viele Tage verwendet, wo wir sehr viel Zeit mit der Organisationsuniversität Zeit verbracht haben, um zu überlegen, wie wir eben funktionieren sollen als Organisation. Wir haben sehr viel Training und Vorbereitung benutzt, bevor wir das Modell. Und das war, weil die existierende Struktur schon da war. Weil das ist, weil man die alte Struktur in die neue überführen muss und das und das irgendwie reinpassen muss für eine Zeit, bis man komplett die Transition hinter sich hat. Und das ist natürlich schwieriger. Der ist der nächste. Da sind wir. Danke für den großen interessanten Input. Meine Frage ist, wie handelt mit man diesen, wenn man neue Strukturen implementiert, das bedeutet das viele Unsicherheiten für viele Leute und die versuchen dann Kontrolle zu übernehmen und spielen psychologische Spiele und wie handelt man damit und wie geht man damit in der Gruppe um? Wie beschützt man Leute, ohne Therapiesitzungen zu machen? Das ist eine gute Frage. Und ich würde sagen, dass die Sicherheitsvereinbarung, über die ich vorher gesprochen habe, um die Inklusion und Exklusion, wie die Grenzen sind, was akzeptables Verhalten ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und man muss Leute mit sich nehmen. Eine der schönen Sachen dieses Modells ist, dass man ein viel demokratischeres Modell geht und man es viel einfacher macht, jede Stimme anzuhören. Es ist problematisch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich keine Lust mehr habe zu leben und dass wir alles gemacht haben, was wir sollten machen und wir kommen einfach nicht weiter. Aber ich sehe jetzt den Wert darin, das zu machen. Aber das große Ding ist, dass man rausfindet, dass Leute gehen.
wenn Leute nicht glücklich sind, dann können sie auch die Gruppe verlassen. Aber in Sachen Macht und wie Macht sich ausspielt, ein großer Teil davon ist, hat sehr viel mit dem Zustimmungsprozess zu tun, Entscheidungsprozess und Wahlprozess. Und wenn alle Leute in dieser Gruppe sich dem Ziel verschrieben haben und effektiv sein wollen, dann ist es viel einfacher. Wenn Leute da nicht dran beteiligt sein wollen, dann ist es natürlich viel, viel schwerer. Und wir haben einen ganzen Prozess, um mit Konflikten umzugehen. Und darüber habe ich gar nicht geredet, aber man spricht eben auch über einen Prozess, damit umzugehen. Verantwortet ist eine Frage, ja. Okay, da drüben. Kurze Frage nur, was die die letzte Frage angeht. Wer entscheidet oder definiert, was für einen Widerspruch valide ist? Du hast Ego-Probleme genannt. Wer wählt aus, dass jemand ein Ego-Problem hat oder nicht? Oder ob es eben valide ist? Wenn es ein valider Widerspruch ist, dann ist dein Ego und kein Grund dahinter. Das ist das Vertrauen in den Prozess. Das dauert eine ganze Weile, bis man das verstanden hat, aber da ich die Zustimmung jetzt oft benutzt habe, dass wenn das Ego einen validen Widerspruch hervorbringt, dann sollte dieser Widerspruch auch behandelt werden. Und wenn das Ego nicht, wenn das nicht valide ist, dann wird der Moderator auch sagen, ja, was ist denn jetzt der Widerspruch? Das ist nicht valide, so wie du es formulierst. Und das wird eigentlich ziemlich schnell klar, ob es eben ein valider Widerspruch ist oder nicht. Und dann sagt das kollektive Interesse der Gruppe, eben Intelligenz der Gruppe, sagen, ja, ich verstehe das jetzt gerade nicht, kannst du es nochmal erklären? Und durch diese Interaktion ruft diese Person diesen Widerspruch oder weil es ihnen irgendwie blöd vorkommt und weil es eben nicht valide ist, was sie sagen, auf der Basis dieses Vorschlages. Oder es wird eben aufgelöst, weil die Leute Vorschläge anbieten, wie man diesen Vorschlag, wie man diesen Widerspruch auflöst. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe den Vortrag schon mal gehalten und alle haben gesagt, was passiert denn wenn? Und ich habe gesagt, probiert es einfach weiter und ihr werdet den Schönheit des Prozesses sehen und das funktioniert sehr, sehr gut. Nehmt es weg und nehmt es mit und probiert es aus und lasst mich dann wissen. Okay, nächste Frage ist hier drüben. Ich würde gerne wissen, ob du denkst, dass dein Modell oder euer Modell ein neuer Ansatz, um die Gesellschaft zu reorganisieren, oder funktioniert das nur in Peergroups? Ich denke, das kann man auch um die viel, viel größeren Bereich benutzen, um viel, viel größeren Skala. Also es basiert sehr viel auf Vertrauen. Man muss dann den Leuten, die deinen Zirkel repräsentieren, dass sie den zentralen Zirkel zurück repräsentieren, muss man darauf vertrauen, dass sie deine Ansichten auch richtig repräsentieren. Und dafür hat man diese Lead- und Repräsentationsverbindung. Man kann unendlich viele Zirkel haben oder Kreise haben. Man kann 1000 Kreise nach unten haben und die können alle eben nach oben die Informationen wieder und Organisationen nach oben reichen. Man muss eben eine Vereinbarung über den Ziel dieser Struktur haben und es kann ganz viele verschiedene Kreise mit vielen Zwecken haben und in dem Transition Network haben wir unser Ziel, haben wieder am Anfang gesehen, unser Statement, unser Tagline und da sind wir alle übereingekommen, dass es so ist. Haben wir mehr Fragen? Da ist ganz einfach da drüben. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann schlägst du vor, dass eine Transition zum unterschiedlichen Prozess über Entscheidungen vor. Wenn es schon eine formierte Gruppe ist, was denkst du? Kann es schwierig sein, eine Herausforderung sein, dass Gruppenmitglieder gar keine Veränderungen mal durchmachen wollen, weil sie eigentlich sich ganz gut fühlen und dass sie Widerstand gegen haben und dass sie mehr dass sie da zu viel Aufwand haben und wenn ja, wie überkommt man das? Wir hatten das Problem jetzt nicht speziell, aber wir haben diese ganze Arbeit gemacht, um
um in die Position zu kommen, in dieses Modell zu kommen. Und dann hatten wir den finalen Prozess. Wir haben dann ein konsensbasiertes Modell, eine Entscheidung, ob diese Organisation so bleibt oder in das neue Modell, ob sie bleibt oder in das neue Modell umgeht. Und dann haben wir, konnten jeder nochmal da zustimmen eben. Über 18 Monate haben wir diese ganze Arbeit gemacht. Und an diesem Punkt hätte jemand sagen können, nee, ich habe da einen Widerspruch, und dann hätten wir diesen Widerspruch entweder auflösen müssen und wir hätten weggehen müssen und mit einem neuen Vorschlag. Und nur wenn dieser Widerspruch eben valide gewesen wäre, wenn man mit Individuen umgeht, wenn man in eine viel demokratischere Struktur umgeht und wenn die Leute viel definiertere Positionen haben wollen in dieser Organisation, dann sollten die auch vielleicht nicht in der Organisation sein. Wenn die Leute ihre Macht nicht aufgeben wollen und auf diesen neuen Level gehen wollen, dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Das ist halt nicht einfach, ne? Wenn die Leute die Macht nicht aufgeben wollen. Mike. Wir haben keine Zeit mehr. Du hast kurze Erinnerung, du hast diese, wenn ihr die Links braucht, könnt ihr die aus der Kiste holen. Ihr könnt auch gern euch mit Mike unterhalten. Und Mike, das ist dein Applaus. Vielen Dank.